Ja, herzlich willkommen zu einem neuen Vlog. Wieso ich mir das hier gerade antue, weiß ich selber nicht. Vielleicht, weil man mal aus Bremen doch noch mal rauskommen möchte innerhalb des Urlaubs, der Sommerferien. Oder vielleicht, um John so mal so einen kleinen Kick noch zu verschaffen in seinen Sommerferien. Wir sind auf jeden Fall unterwegs im Hochsommer bei 10 Uhr bei 16,5 Grad. Grauer Himmel. Erfrischender Regen. Dieselregen. Es macht einfach langsam keinen Spaß mehr. Trotzdem sind wir auf dem Weg in Richtung Hamburg, in Richtung Norden. Und ja, wir hoffen, wir gehen davon aus, dass es ja wohl nicht viel schlimmer werden kann, dass wir noch in ein trockenes Gebiet kommen. Das Wetter ist zwar auf gut Deutsch gesagt scheiße, aber es gibt auch noch gute Nachrichten. Ne? Mein Impfschutz geht ab dem jetzigen Zeitpunkt und das ist auch der Grund, warum wir erst jetzt losfahren, weil sonst müsste ich mich halt in einem Hotel testen lassen. Ich hab überhaupt nichts gegen die Maßnahmen oder so, aber kann man dann auch drauf verzichten, weil, na, ich weiß nicht, so toll ist das, glaube ich, nicht, so ein Stäbchen tief in der Nase zu haben. Ich kenne ja nur die Schnelltests und ja, wir waren zwar schon öfters in Hamburg, aber ich weiß tatsächlich nicht, wie lange die Fahrt dauert. Auf jeden Fall, ich freue mich schon, wenn wir da sind, denn ich finde, Hamburg ist eine sehr schöne Stadt. Und wenn wir in Hamburg gleich ankommen, werden wir das Auto erstmal beim Hotel abstellen. Da haben wir nämlich ein ganz tolles Hotel wieder gebucht, das wir schon mal überraschenderweise als Glücksgriff gebucht haben, das Hyperion in Hamburg. Und ja, wenn das Auto abgestellt ist, wie gesagt, dann machen wir uns zu Fuß auf den Weg durch die schöne Stadt Hamburg und jetzt geht's endlich los mit dem Vlog. Immer noch bestes Wetter. Wir sind auf dem Weg jetzt. Wie immer haben wir nicht gefrühstückt. Es ist bereits Mittagszeit. Und erstmal dank Simone haben wir jetzt einen Tisch reserviert bekommen im Hofbräuhaus in Hamburg. Und dank John sind wir auf dem richtigen Weg. Ja, denn das hat erstmal Simone versucht. Das ist auch der Grund, warum ich ihr Handy habe. Aber sie hat es irgendwie nicht auf die Reihe bekommen. Ah, ja. Und ich muss mal sagen, geh mal weiter, wir gehen dir hinterher, John. Es ist gar nicht so einfach hier in Hamburg. Wir waren schon bei einem Hofbräuhaus, wo wir auch schon öfter waren. Wir waren bei Paulaners, wo wir schon öfter waren, hier am Bahnhof. Alles zu. Alles zu, alles macht später auf. Hängt wahrscheinlich alles mit Corona zusammen. Kann ich mir sonst nicht vorstellen, dass die erst nachmittags um 16 Uhr aufmachen. Oder erst in zwei Wochen oder in einer Woche erst aufmachen. Zu der Touristensommerzeit. Ganz komisch. Aber in Hamburg muss man ja getestet, genesen, geimpft sein, um ein Lokal zu besuchen. Das kann der Grund sein. So, du wolltest ja auch die schöne Stadt Hamburg sehen. Dann drehen wir uns einmal jetzt mal kurz nach hier im Hintergrund. Da haben wir doch schon mal die Alster. Wenn du dich umdrehst, kannst du sie sogar mit eigenen Augen erblicken. Oh ja. Essen und Trinken haben wir jetzt bestellt, aber bis jetzt ist nur das Getränk angekommen, zum Glück nur meins. Was gibt's denn Feines? Almdudler, mal was Besonderes. Was ist ein Almdudler? Keine Ahnung, bin ich ganz ehrlich. Danke. Das ist eine Kräuterlimonade. Und wir haben heute hier bei uns ein kleines Bier bestellt am Sonntag. Wo ist Simone zu sehen? Hier bin ich. Ja. Oh, schwer. Prost. Schönes Hofbräu. Ich weiß, ich fasse die Maß gerade falsch an. Man fasst sie normalerweise so an und trinkt man so. Und ich kann wieder wie in der Sesamstraße mich fühlen und erklären, groß und klein. Und nicht witzig.
so, am Mittag in Hamburg eine kleine Challenge. Bierkrug stemmen mit gestreckten Armen, wer am längsten aushält, ohne abzusetzen. Achtung! Es geht los. Bei mir noch kein Problem. Ich mach das mit links. Nee, danke. Geht. Ist ja nett hier, wollte gerade jemand das Foto machen. Wir machen ja einen Videofilm davon, ne? Bei mir zittert es schon. Ich kann nicht mehr. Ich muss absetzen. Kann ich abstützen? Nein. Ah? Ja. Ja, so. Wo liegt die Gemütlichkeit? Vom typischen Schweinebraten über Käsespätzle, die ich habe, bis hin zu Currywurst sind wir jetzt erstmal zufrieden, beschäftigt und gesättigt hinterher hoffentlich. Ja, und bei mir gibt es eine Currywurst. Sehr bayerisch. So, die Maske ist wieder auf. Und seitdem wir diesen Elbtunnel, den alten Elbtunnel hier entdeckt haben, den haben wir echt, also ich habe ihn lange Jahre mal so gesucht, aber ich wusste immer nicht, wo er war. Seitdem wir wissen, wo er ist, gehört das für uns einfach mit dazu, dass wir diesen Tunnel mal durchschreiten. Ja, ich finde es, also wenn man es so ein, zwei Mal macht, fand ich es ja noch ganz interessant, aber bis jetzt vierte oder fünfte Mal finde ich ein bisschen langweilig. Ich bin zum dritten Mal hier. Und du, Simone? Dann wahrscheinlich erst zum zweiten Mal, aber ich habe mir das gewünscht, dass wir da heute lang gehen. Ja, machen wir jetzt auch. Das ist mal so ein kleines Erlebnis hier. Das ist ein altes Bauwerk und die Treppen alle, die hier runterführen. Ich kann mal kurz zeigen. Das ist irgendwie schon ganz imposant, oder Johnny? Ja, kenne ich ja schon. Ja, kenne ich auch schon, aber man macht auch ein paar Sachen. Und hier ist wesentlich trocken. Draußen war eben schon der Regenschauer. Und übrigens, wir haben ein Walking-Through-Video gemacht durch Hamburger Innenstadt. Und wenn es was geworden ist, wissen wir ja noch nicht. Dann wird es hier verlinkt, hier oben. Könnt ihr euch gerne mal ansehen. Gehen wir von der Innenstadt bis zur, wie heißt es noch? Bis zu den Landungsbrücken. Ja, genau. So, jetzt geht's los. Treppen laufen, runter zum Glück. Jetzt laufen wir hier tatsächlich unter der Elbe durch, muss man sich mal vorstellen. Als Fußgänger ist doch irgendwie ein tolles Gefühl, Johnny, oder meinst du einfach nicht? Ja, wenn man so ein bisschen drüber nachdenkt, dass man gerade unter der Elbe ist, ja. Wenn man so drüber nachdenkt, komisches Gefühl irgendwie. Ja, finde ich auch. Und hier kann man mit dem Fahrrad durchfahren, mit dem Auto auch. Die Autos werden hier, soweit ich weiß, wie auch die Fahrräder mit dem Fahrstuhl hoch und runter gefahren. Irgendwie schon toll. Und was machst du denn, Simone? Bei bester Aussicht genießen wir jetzt ein Astra, das natürlich typisch aus Hamburg kommt. Und John? Eine Fritz Cola. Die kommt auch ursprünglich aus Hamburg. Und jetzt beobachten wir noch das Containerschiff. Hamburger Bier. Das lobe ich mir. Alle sagen immer, Astra schmeckt so schlecht. Ich finde, Astra kann man durchaus trinken. Also, das müssen wir mal in Hamburg ist, auf jeden Fall. Ich gehört das dazu. Ja, finde ich auch.
Tja, wir haben Glück gehabt. Wir haben uns hier eine Bank geschnappt. Denn sage ich jetzt mal lieber nicht so laut, guck mal wieder hier. Nee, wieso? Viele Leute haben es halt nicht geschafft, hier eine Bank zu kriegen. Und wir haben halt das Glück, dass wir eine bekommen haben. Ja, wir haben uns die geschnappt, ne? Die wurde leer und dann haben wir schon gesehen, dass andere auch darauf zuliefen und wir waren halt schneller. Und hier haben wir einen richtig tollen Ausblick auf, ja, auf die Elbe. Und in diesem hier auf unser Landungsbrücken. Und hier ist sogar dieser Raddampfer gerade. Ich zeig mal kurz eben, Moment. Ja, schon sehr schön hier, oder Johnny? Ja, finde ich auch. Ja, hat sich Hamburg gelohnt, oder? Und der lange Weg durch den Elbtunnel. Der war doch gar nicht so lang. Ach, Mensch. Mal gucken, wer heute der Schrittmeister wird hier mit Schritten zählen. Sie hat schon 17.000 Schritte, hat sie gerade. 14.000. Ach, 14.000, Entschuldigung. Naja. Nachher mal gucken. Denk da mal dran. Aber gut. Gar nicht. Nein. Gut gemacht. Der hat schon Kraft gekriegt jetzt. Wir haben es früher schon mal gemacht, vor vielen, vielen Jahren. Man merkt schon, 13 Jahre alt. Das lag wahrscheinlich an der Impfung, dass schon so stark ist. Witzig. Unser Zimmer ist genau am Fahrstuhl. Lärm. Klingt schon mal nicht so gut. Ja. Das Witzige ist aber, unser Parkplatz ist auch direkt vorm Eingang der Garage. Also wir haben einen schnellen Weg. Einen kurzen Weg. Ja, wollen wir mal gucken, ne? Gut. So. Jetzt erstmal Roomtour. Los geht's mit der Roomtour. Wir fangen mal mit dem Badezimmer an. Toilette ist wieder hier. Also hier ist noch so eine extra Tür. Das ist gerade ein bisschen schwer zu zeigen, aber ich glaube, ihr wisst, wie eine Toilette aussieht. Dann haben wir hier Dusche, Waschbecken. Fertig. Ne? Ich glaube, wir hatten sogar ein Zimmer, wir haben genau das Zimmer, glaube ich, sogar gehabt. Also jetzt nicht das, aber das sah dem sehr, sehr ähnlich auf jeden Fall. Hier die Betten. Ich schlafe übrigens auf dem Boden. Spaß, wir kriegen noch ein Zustellbett. Aber trotzdem sind hier Sachen für mich. Nein, Simone, keine unlustigen Witze jetzt. Hier haben wir den Fernseher und ja noch ein Tisch ohne Stuhl, aber hier sind Stühle. Der Stuhl ist da. Wurde eher ein Hocker. So, Simone, jetzt kannst du deinen unlustigen Witz sagen. Also nicht unlustig. Wir hatten ja hier schon mal, ich glaube, es war eher eine Suite, was wir hier hatten. Das Zimmer ist jetzt auch nicht schlecht, aber wir hatten ein viel, viel schöneres Zimmer. Aber ich erinnere mich, dass hier guck mal. Spaß. Wir haben Sekt. Wir haben Chardonnay, Weißwein. Wir haben Fanta, wir haben Granini. Radeberger 2 Stück. Wir haben Cola. Alles Mögliche. Wir haben noch was? Schokolade. Genau. Diese tollen Nüsse. Wir haben Pringles. Wir haben. Moment. Da brauche ich die wohl nicht mehr. Ta 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 ta. Wir können auch Rotwein trinken, weil wir haben wieder, glaube ich, ganz tollen Ausblick hier von den bodenlosen Fenstern. Oder Bodentiefen. Bodentiefe Fenster. Das ist ja eine große Minibar. Ja. Ist ja auch eine Minibar. Super. Wir dürfen nicht vergessen, wir haben ja auch Zutritt zur exklusiven Bar. Ab 18 Uhr. Wie spät haben wir es, Simone? 3 Minuten vor 18 Uhr. Ja, da würde ich mal sagen,
Wir haben von Hamburg sehr viel gesehen. Hier mal kurz die Aussicht. Wie geht das hier auf? Vor allem, wo geht das hier auf? Moment mal eben. Das ist hier unsere Aussicht. Die ist fast so wie beim letzten Mal. Exakt. Oh ja, mega. Ja. Ja, da freuen wir uns doch hier auf einen schönen Abend. Von Hamburg haben wir schon viel gesehen. Ja, wir kennen es ja auch hier. Was sollen wir jetzt noch rumlaufen? Wir sind jetzt hier seit... Also wir angekommen, heute Morgen. 11 Uhr angekommen und jetzt haben wir es 18 Uhr. Es reicht langsam, oder? Und Johnny? Ich wollte sagen, wir haben Schritte ohne Ende gemacht. Schritte, zeig her. Da war ja was. Wir wollten ja sagen, wie viele Schritte wir gemacht haben. So, jetzt kommt Simone mit ihrer Uhr. Handy suchen. Ein bisschen jetzt mal eben... Handy ist ja hier sehr wichtig für alles, weil man muss sich ja hier ständig ausweisen und... Ich bitte zuerst, mein Akku ist niedrig. Ja, es bringt jetzt nicht wirklich viel zu sagen, aber meine Uhr hat irgendwie nicht gezählt. Ich weiß selber nicht, was es war. Da steht 1700 Schritte und das waren auf jeden Fall heute keine 1700 Schritte. Er hat sie auch tragen lassen von uns. So. Kann man das sehen? Also ich habe 18.350 Schritte. Das entspricht 14,5 Kilometern und ich glaube... Das haben wir alle zusammen gemacht. Ja, ja. Dann glaube ich wohl, dass ich 19.000 oder 20.000 habe, weil ich ja kleine Schritte mache. Das mag sein, genau. Gut, also ich möchte mich jetzt gerne schnell frisch machen und dann können wir gerne an die Bar gehen. Auf geht's. So, nach dem ganzen Laufen heute können wir uns auch mal eine Pause gönnen. Und zwar mit einem kühlen Getränk. Das ist doch eigentlich dein Spruch. Stimmt. Aber es gibt mehrere kühle Getränke. Jetzt sitzen wir hier schön in der Hotelbar, haben hier eine ganz tolle Aussicht, hören hier schöne, ruhige Musik und dazu, also es ist ja Urlaub, ne? Nächstes Jahr meint, wir trinken immer so viel Bier, gibt es ein schönes Jever. Wo kriegt man heutzutage noch ein Jever vom Fass? Also bei uns in der Gegend ist das total selten. Ja. Hat früher mal sehr bitter geschmeckt. Ja, ist immer noch also ein sehr leckeres Bier, muss ich mal sagen. Und ich muss mal sagen, ich habe mich ja total drauf gefreut. Wir waren ja schon mal in diesem Hotel hier gewesen und ich fand diesen Abend hier in der Hotelbar so klasse, als wir letztes Mal hier waren. Da wurde es auch ziemlich früh dunkel. Das ist natürlich jetzt nicht der Fall, weil wir jetzt im... Ja. Ich weiß es auch nicht. Waren wir im Herbst wahrscheinlich. Naja, dann, es wurde auf jeden Fall einfach dunkel. September, aber ich glaube, Oktober vielleicht, vor dem Lockdown damals. Ich habe vorhin gehört, hier in Hamburg gibt es noch eine Sperrstunde, die ist um 10:30. Dann wird es auf jeden Fall dunkel. Gut. Auch 10:30, da ist ja Johnny eh schon am Schlafen, ja, oder? Da kann ich jetzt Spaß natürlich. Ja, genießen wir unsere Getränke hier schön, lassen den Abend so ein bisschen ausklingen. Den ersten Urlaubstag außerhalb von Bremen. In diesem Jahr sogar. Ja. Es ist in diesem Jahr. Es ist so traurig, aber es ist so. Ja, und die tolle Aussicht hilft dabei, den Abend unvergesslich werden zu lassen vielleicht. Genau, ich gucke auf den Hamburger Fernsehturm, ich gucke auf das Tim Thaler Hotel, den Michel wahrscheinlich, weiß ich jetzt nicht ganz zu deuten, den sehe ich von hier bestimmt. Meinst du den auch. Da? Ja, so. Den, ja, einen von beiden. Ah, das ist der Michel schon mal, ich weiß auch nicht also, genau. Oh, ich liebe das. Moment, John, möchte was sagen? Moment, bitte. Ich möchte nichts sagen. Ach so, sah so aus. Ich sehe sogar die ganzen Krananlagen hier vom Hafen da hinten. Also es ist ein Traum hier oben. Ja, ist schon wirklich sehr schön. So, einen wunderschönen guten Morgen. Wir tragen schon wieder unser modisches Accessoire. Und wir haben es seit nach vielen Jahren des Versuchens endlich mal geschafft. Heute stimmt das Wetter, wir haben Zeit und wir sind heute im Hansapark. Ja, sind zum ersten Mal hier. Ich bin sehr, sehr gespannt, was mich hier erwarten wird. Schon mal sehr angenehm, hier gibt es eine Rolltreppe. So, und jetzt geht es rüber, über die Straße zum Eingang. Und Simone ist auch dabei. Ja, und ich hoffe, es wird ein tolles Erlebnis für uns heute, weil viele von euch haben sich ja gewünscht, dass wir mal in den Hansapark fahren sollen. Und ja. Ich bin echt gespannt. Aber wie man Simone kennt, läuft sie nur mit und fährt wahrscheinlich nichts. Ja, sie ist nämlich unsere Taschenhalterin. Gerne. So. Und schon stehen wir in der Schlange. Der Schwur des Kernan ist auf dem Programm. Also wir stehen in der Schlange. Es gibt ja aber jemanden, der nicht in der Schlange steht. Da gehen wir erstmal hin. Du bleibst hier kurz und hältst mal Platz frei, okay? So.
Da haben wir die Person schon. Was ist los hier? Ich bin die Social Media Beauftragte. Ich mache hier Kommentare und sowas. Du zahlst die teure Karte? Ja, tut mir leid. Also ich genieße ja auch das Ambiente in diesen Parks und man findet das ja auch immer schön, das Wetter stimmt und ich mache. Im Heidepark würde man dich Taschenträgerin nennen. Ja, deswegen nehme ich auch immer als Ausrede eine Tasche mit. Oh Mann. Ihr habt ja keine. Ja, und wir werden jetzt diese tolle Achterbahn genießen. Ja, die schon ist von. Wenn ich das schon sehe, wird mir schon ganz anders. Ja, was da in dem Turm abgeht, bin ich mal sehr gespannt. Ich auch. Ja, gut. Viel Spaß euch und ja, Sorgen muss ich mir ja nicht machen. Ihr wisst ja, was auf euch zukommt. So du halbwegs. Musst dir keine Sorgen machen. Wir machen uns Sorgen um dich. Ach, mir geht's gut. Ach, ja, so ist sie, die Simone. Die erste Fahrt überstanden. Johnny, erzähl, was war und wie war's? Also mit vielen Überraschungen. Also mir hat es sehr gut gefallen. Das war so, man wurde so wirklich gerade hochgezogen, dann wurde man ein bisschen fallen gelassen, sind wieder hochgefahren und dann gab es irgendwann noch so einen freien Fall. Aber vieles im Dunkeln wusste man nicht, was auf einen wartet. Aber tatsächlich hat es mir sehr gut gefallen. Muss ich auch sagen, eine astreine Achterbahn geht kaum besser und war echt ein bisschen unheimlich. Aber wo ist gestern Simone geblieben? Ach da. Ja, also an deiner Frisur sieht man eine rasante Fahrt, würde ich mal sagen. Weil ich euch auch filmen wollte, wie ihr da rauskommt. Also die Fahrt ist sehr schwer zu filmen, muss ich sagen, aber Wahnsinn, oder? Ja. Hat sich gelohnt? Ja, auf jeden Fall. Ja, super. Einen Überblick über den Park verschaffen. Wir rennen nämlich hier rum wie Falschgeld. Wir wissen natürlich gar nicht, wo was ist und was das alles ist hier für Fahrgeschäfte. Jetzt gehen wir erstmal in die Höhe hier und gucken uns mal den Park von oben an. Ne? Wahrscheinlich das Einzige, was Simone mitmacht. Ja, sogar Simone ist hier mit bei. Da ist sie. Simone in Action.
Ich hingegen schon ein bisschen mehr, wie man sieht. Aber es macht aber bei ihm auch ein bisschen die Angst. Hat sich auf jeden Fall gelohnt. Eine Wasserbahn muss man in jedem Park einmal mitgefahren sein. Die Fahrt ist überstanden. Ich muss mal sagen, ich liebe sowas, wenn so ein Fahrgeschäft eine Geschichte hat. Oder so eine Thematik und das auch im Wartebereich, was das meinst du, ne? Ja, auch während der Fahrt war ja da auch so, so eine was da, Geschichte lief. Die Geschichte lief da sehr gut gemacht, muss ich mal sagen. Eine richtig schöne, für Deutschland ist das wirklich sehr gut gemacht gewesen. Eine richtig schöne Achterbahn war das. Stefan hat mir ja auch mal Sachen gezeigt, so aus Amerika, Universal Studio. Aber das Ding ist, für Deutschland ist das sehr gut. Da war ich schon beim Europapark sehr erstaunt. Ja, so, und selbst Simone hat es überlebt. Aber die hat beim Bremsen schon rumgeschrien. Ich habe geschrien, Angst, aber nicht so doll wie sonst, weil ich habe keine Halsschmerzen vom Schreien. Ja, ich wusste ja nicht, was mich erwartet. Ja, also, ich auch nicht. Boah, es war gut, aber es war ganz schön heftig. Die Beschleunigung am Anfang, damit habe ich ja gar nicht gerechnet. War ganz und gar nicht heftig. Das war einfach nur eine tolle Fahrt. War eine tolle Fahrt, ja, genau. Ich fahre ja eigentlich so fast alles an Fahrgeschäften, was es gibt. Aber wenn es um so einen Freefall Tower geht, da reicht mir der Heidepark mit den 65 Metern oder was das ist. Und John will jetzt diesen Highlander hier ausprobieren. Ja, und das werde ich jetzt tun. Denn die Schlange ist gerade nicht lang, also beeile ich mich mal. Ja, der Grund, warum ich den Highlander gefahren bin, war eigentlich nicht die Höhe, weil da hat man nichts gemerkt, dass das viel höher war. Aber das Besondere ist ja, dass sich die Sitze gekippt haben. Also du hast nach unten geguckt, während du runtergefallen bist. Und ja, das war mal ganz toll. Und hat sich auch die erste Fahrt mit den Sitzen, die sich gekippt haben, weil ab 13 Uhr geht das Ganze erst. Und ich habe mich nicht mal festgehalten. Ein Freizeitparkbesuch macht immer hungrig und das Gute ist, es gibt hier ein Restaurant, mindestens eins im Park, und das haben wir jetzt besucht, ein italienisches, wie man sieht. Und die Pizza, die ich mir bestellt habe, hier heißt Diavolo, und wie der Name schon sagt, ist sie wahrscheinlich ziemlich scharf, da sie echt gut gewürzt riecht. Und Johnny? Tja, meine Pizza ist nicht scharf, ich schon. Spaß. Ich habe eine Margarita bestellt. Ja, ich weiß nicht so. Ich bin so ein Käsefreund, aber Margarita ist immer viel Käse drauf. Also
Also habe ich mich dafür entschieden. Ja, ich habe wie Stefan auch Diavolo, die scharfe Pizza. Und das riecht schon total nach Peperonis. Ich bin sehr gespannt. Und also optisch finde ich sie schon total lecker. Sieht wirklich gut aus. Wir haben jetzt den Hansapark verlassen, sind in der Ortschaft Neustadt an der Ostsee direkt und haben unser Hotelzimmer gerade bezogen. Und jetzt kommt die obligatorische Roomtour. Es ist ein einfaches Zimmer, aber es kostet 110 Euro an der Ostsee, wie gesagt. Sonst waren da Preise, wo ich gebucht hatte, jenseits der 300, 400 Euro Grenze. So, also dann können wir wohl einmal... Wir übernachten hier nur einmal hier. Genau. Eine Nacht, dann reicht es aus, wir schlafen hier nur. Gut, dann... Hier schläft Simone, den Fernseher haben wir da, mit einem Tisch und einem Stuhl. So, Stefan und ich schlafen hier. Daneben haben wir jeweils noch einen Nachttisch mit einem Leselicht. Jetzt kommen wir zum Badezimmer. Ja. Toilette, Waschbecken, Dusche. Alles, was man braucht. Ja. Wenn wir schon mal in der Nähe der Ostsee sind, sind wir auch mal ganz hingefahren, dass wir es auch sehen können. Ich kann das Meer jetzt gerade schon sehen, Johnny auch. Ja, kann ich. Ja, dann gehen wir hin. Geht zu Ende und unser Abendessen nehmen wir heute bei McDonald's ein. Und warum? Ja, weil hier an der Ostsee, das ist hier alles so touristisch überlaufen und ja, ich weiß nicht, ob das nicht in den Lokalen, da ist so viel los, ob man da überhaupt einen Platz gekriegt hätte, was man da bezahlt hätte in der Touristenzeit, ob die nicht auch die Preise hochsetzen. Und hier wissen wir, was wir haben und wir essen gerne bei McDonald's, oder? Ja, sehr gerne sogar. Und das soll es jetzt auch für diesen Vlog gewesen sein. Das wollte ich jetzt alles sagen. Gut. Wenn euch gefallen hat, könnt ihr das Video liken, uns abonnieren und dann bis zum nächsten Video. Tschüss.